Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute mal mit einem neuen Versuch, heute mit einem Test. Den habe ich noch nie gehabt. Hier seht ihr die Silhouette von Mom, die mir so freundlicherweise hilft. Und jetzt zeige ich euch mal die Sachen, die man so ungefähr dafür braucht für diese Bastelaktion, die ich geplant habe. Da wäre zum einen ein Löffel. Ja, da diesen echt super Löffel gefunden. Ich hoffe, dass ich den nach der Bastelaktion noch retten kann und dann wirklich noch so zu retten ist. Dann braucht man eine Schüssel. Die braucht man, damit das, ja, damit ist es was mit was Flüssigem und dann schleppt es überall rum. Also ich habe dann hier dieses schöne Billig-Plastik-Aufbewahrungsding. Ich würde es jetzt Tupper nennen, aber ich weiß nicht, ob das zu sehr nach Produktplatzierung klingt, aber egal. So ein Tupper, um es dann da reinzufüllen danach. Dann sehr wichtig, Bastelkleber. Ich habe da diesen hier gefunden und ja, ich hoffe, dass es funktioniert. Dann braucht man Kontaktlinsenlösung. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt bis zu diesem Moment, wo ich das erste Mal gemacht habe. Ich habe es noch nie gemacht, aber bis ich als ich das rausgefunden habe, dass man sowas machen kann. Dann Backpulver. Da haben wir zum Glück noch echt uralt Backpulver, das ist schon, ich weiß nicht, vor 10 Jahren abgelaufen ist, glaube ich. Und da haben wir hier noch Rasierschaum. Und damit jeder es weiß, wenn ich mit diesem Video fertig bin und bei uns im Haushalt rasiert sich keiner mit Nassrasierer, bekommt eben ein Opa von mir geschenkt. So, ja, Recycling. Das ist ökonomisch gedacht. Gut, heute auch etwas, was sehr besonders ist, ist die Tatsache, entschuldigt, dass ich jetzt hier so, aber die Tatsache, was jetzt sich ab diesem Moment im Bild ändern wird, ist, wenn alles funktioniert, dass ihr oben hier oder oben da oder eben an der Seite das Bild von meiner Bastelaktion seht. Und ja, ich würde jetzt sagen, jetzt starten wir damit. Und zwar, gut. Aber jetzt geht es erstmal los damit, dass man hier den Kleber aufmacht. Also ich mache es jetzt so auf, man kann es auch einzeln klein rausdrücken. Die letzte Sache, die man braucht, nicht braucht, aber die ich brauche, ist natürlich ein Handy. Und dann füllt man hier ordentlich. Ich möchte nochmal. Entschuldigt das. Ich habe eine Schwäche, wenn es dann so macht. Oh Mann. Ja. Und ja, dann. Reicht das jetzt? Okay, Mom sagt, es reicht. Und dann braucht man da direkt in den Kleber rein, den Schaum. Also, was ich jetzt schon mal sagen kann über dieses ganze Projekt ist, es sieht ultra nach was zum... Also, ich muss gerade voll vom Kleber her, muss ich an dieses... Ach, wie nennt man das jetzt nochmal? Marshmallows! Ja, Marshmallows. Ich muss voll an Marshmallows denken. Also, was ich noch zu diesem Bastelprojekt hier gleich mal sagen kann, sagen, sollte, sagen, muss, ist. Man spürt sofort hier so eine gewisse Schleimigkeit, wo mir gerade einfällt, ich bin auch ein bisschen blöde. Ich entschuldigt an dieser Stelle, ich habe vergessen, was wir überhaupt hier basteln. Ihr seht jetzt, wir machen Fluffy Schleim. Das habe ich vor kurzem auch in einem YouTube-Video entdeckt und habe dann gedacht, ja, das will ich auch mal machen. Und ja, dann dachte ich mir so, ich nehme euch dabei mit. Ich befürchte jetzt nur, dass ich im Gegensatz zu 90% der Menschen zu viel Rasierschaum auf zu wenig Kleber gemacht habe. Es fühlt sich mehr an nach Rasierschaum als nach Kleber. Soll ich noch Kleber nachschütten? Was meinst du? Okay. Ich muss aber. Das ist überhaupt nicht Schleim. Was war das? Okay, und hier sehen wir den Moment, wenn einem die Hülle vom Handy entgegengeflogen kommt. Cool. Ja,
gestern noch überlegt, ob ich mir noch eine Ersatzhülle für hinten kaufe, damit und überlegt, ich diesen Hinterteil wegkriege. Heute einfach abgeflogen. Gut, so kann man es auch machen. Also gut, ich befürchte, ich muss jetzt noch Kleber nachfüllen, weil es sieht überhaupt nicht aus wie Schleim, sondern eher wie Marshmallow. Ja, gut. Ja. Ja. Entschuldigung, aber ihr könnt es jetzt nicht wissen, aber der Blick von meiner Mutter war gerade göttlich. Dieses. Aber ich glaube, ich habe auch nicht gerade unbedingt anders reingeguckt. Aber ich werde es nachher gleich wissen, weil ich ja jetzt heute tatsächlich mal ausnahmsweise ein bisschen schneiden muss. So. Ja, das sieht doch schon viel mehr aus wie Grütze. Also schön, ich frage mich jetzt ernstlich, wie lange es braucht, bis das aus einem Ding Schleim wird. Ah, Mama meinte, ich soll jetzt einfach mal das nächste reintun. Und zwar die Kochsalzlösung hier. Und ja, das versuche ich dann jetzt einfach. Okay, jetzt ist mir auch noch heute was Plastikhaltiges runtergeflogen. Okay. Wenn es nicht funktioniert. Jetzt wird's Schleim. Ist ja cool. Wenn Muttis. Ist schon komisch. Grundsätzlich kann man immer davon ausgehen, dass Muttis wissen, wie Dinge funktionieren, selbst wenn sie sie selbst noch nie probiert haben. Also, damit es mal so ins Bild geht, es ist jetzt immer noch irgendwie kein richtiger Schleim. Oder? Ich kann jetzt, das muss man jetzt so hinkriegen. Das Bakin ist nämlich wichtigerweise da, das muss man an dieser Stelle mal erwähnen, damit es danach nicht so klebt. Das ist nämlich der einzige Grund, warum das Bakin dabei ist. Sonst muss ich das mit diesen drei Zutaten zum Schleim hinbekommen. Das Handy, was da wird. Gut, dann. Du machst, dass man dich volle Kanne hört. Aber ich kann da jetzt auch nicht schneller machen. Okay, ich habe jetzt wohl keine andere Wahl, aber an dieser Stelle gibt es einen kleinen Cut, nämlich von, ich weiß nicht wie viele Minuten, und ich werde euch dann zeigen, sobald es richtiger Schleim ist. Und wenn dann Sparkin dazu kommt. Also, bis dahin. Es tut mir leid. Ja, gut. Ihr seht es jetzt schon. Ich habe mir echt die letzte halbe Stunde gerührt wie eine Wahnsinnige, aber irgendwie kriege ich es nicht dicker als Pudding. Sieht aus wie echt ekelhafter Pudding. Ich habe jetzt wirklich alles probiert. Ich habe Seife reingemacht. Ich habe eine zweite Tube Kleber reingeschüttet. Ich habe zwei Tütchen Bakin reingeschüttet. Und es will einfach nicht dick werden. Und ja, tut mir leid, mein Bastelversuch ist hiermit offiziell beendet. Fazit, ich habe einen wunderschönen Löffel verloren, einen wunderschönen, ja, wie heißt es, Blumenkübel, eine schöne Schüssel und echt viele Ressourcen. Und ja. Wenn irgendjemand von euch Kontaktlinsenlösung braucht, sagt Bescheid. Ich habe jetzt welche übrig, also ich würde es ihm dann zuschicken. Es ist das Einzige, was vielleicht noch so irgendwie Nutzen hat. Ich habe eine angebrochene Kontaktlinsenlösung. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es uns allen jetzt eine Lehre ist, nämlich macht keine Internet-Tipps-Videos nach dem Motto Do It Yourself, weil die stinken am Ende die ganze Bude wie verrückt. Wirklich, meine Mutter, die wirkt gerade im 10-Minuten-Takt. Das ist nicht mehr schön. Und vor allem
kostet es immer meistens Geld ohne Ende. Und am Ende habt ihr dann eine Schüssel voll mit rosa, widerlicher Pampe, die ein bisschen aussieht wie Pudding von vorgestern, den auch schon mal jemand gegessen hat. Also, ja, das ist alles, was ich jetzt dazu sagen kann. Und da ich ja heute das Video sowieso schneiden muss, sehen wir uns dann gleich beim letzten Teil. Bis dann, tschüss. Ja, gut. Ich muss zugeben, ich bin jetzt mega ultra enttäuscht, weil es nicht geklappt hat. Und es tut mir leid für alle, die jetzt gehofft haben. Das habt ihr ja jetzt in meinem letzten Teil vom Video gesehen. Und ja, gut. Ich habe wirklich mir Mühe gegeben und ich habe wirklich alles versucht, aber irgendwie wollte das nicht so wie ich. Und ja, gut. Wie ich schon gesagt habe, wenn ihr solche Bastelprojekte aus dem Internet nehmt, seid auf jeden Fall vorsichtig und überlegt welche. Und nehmt nicht gerade solche Sachen, wo sich total einfach anhören und dann total schwierig sind. Und an dieser Stelle, ich weiß, ich habe es jetzt nicht gezeigt, aber ich habe wenigstens ein anderes Bastelprojekt gehabt diese Woche, das auch funktioniert hat. Das ist eine Powerbank in Pokémon-Ballform. Also es gibt auch solche, die funktionieren. Aber ja, das, wo einfacher geklungen hat, war am Ende schwieriger, als das, das schwierig geklungen hat. Gut, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, irgendwie eine Abdeckung für mein Handy zu finden, weil die ist ja im Video abgekracht und ja. Gut, ich werde euch jetzt wie immer, wie jede Woche, unser Querdenker-Quiz auflösen, weil, ja, gut. Ich fange an. Diese Woche unser Querdenker-Quiz war Kopfnuss zum Knacken und das ist eine Fremdsprache. Ein Hochgenuss für querdenkerisch veranlagte Menschen. Die Sprache ist Englisch. Die Aufgabe 0, Doktor-Professor. Was steht hier? Wie immer hebe ich euch die Frage in die Kamera. Und jetzt werde ich euch die Lösung dazu geben. Kleiner Tipp, wie heißen akademische Titel auf Englisch? Genau, Degree. Und wofür steht das Wort noch? Natürlich für Temperaturgrade, also 2 degrees below zero. 2 Grad unter Null. Also manchmal komme ich mir von diesen Querdenker-Quiz wirklich verarscht vor. Es tut mir leid, aber das muss ich an dieser Stelle jetzt auch mal sagen. Noch eine kleine Sache wegen diesem Projekt gerade. Das hat so lange gedauert und hat wirklich so gestunken, dass wir das Fenster aufmachen mussten und ich mir eine schnelle Jacke angezogen habe. Also nicht wundern. Und hier ist jetzt die Auflösung. Ja. Was ihr da gerade spiegeln gesehen habt, war übrigens 1000 Videos zum Thema Fluffy Schleim. Ich habe nämlich nochmal im Internet nachgeguckt unter den Videos, was da hilft und es hat gar nichts geholfen. Also gut. Wir sehen uns auf jeden Fall am nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch trotzdem noch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne was in die Kommentare schreiben oder eben auf Twitter oder Facebook oder eben auch gerne eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Besonders jetzt, wo ich euch die Kochsalzlösung irgendwie vormachen möchte oder vormachen könnte. Aber nicht vergessen, die ist benutzt. Also, wer sie nicht braucht oder nicht mag, ja, ihr könnt sie auch als Putzmittel benutzen oder irgend sowas. Weil man sollte immer ein bisschen Recycling betreiben. Gut, ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Mittwoch, dann wieder mit ein bisschen mehr Inhalt, mehr Thema und weniger Schleim. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!